meine Lieben und schön, dass ihr einschaltet zu einem neuen Video. Ja, ich glaube, ich muss das mit dem Video drehen nochmal wieder üben. Ich habe mir gedacht, ich drehe tatsächlich mal wieder einen Podcast. Wie viel dabei rumkommt, kann ich euch jetzt aber ehrlich gesagt nicht sagen. Besonders viel gemacht habe ich nicht und geschafft habe ich auch nicht besonders viel. Beziehungsweise ich habe mich relativ wenig mit dem Handarbeiten beschäftigt. Ich habe im Sommer irgendwie immer nicht so die Lust dazu. Im Winter ist das tatsächlich mehr, zum einen eben auch wegen der Weihnachtsgeschenke und keine Ahnung, da sitzt man dann doch mal gemütlich auf dem Sofa und ja, die Wolle, die klebt nicht so an den Händen. Das habe ich nämlich relativ häufig, ich habe immer ziemlich warme Hände und das ist dann echt irgendwie nicht so schön. Und zum anderen ist mir ehrlich gesagt auch jetzt nicht so eingefallen, was ich irgendwie häkeln soll oder stricken sowieso nicht. Ich habe meine Stricknadeln in Emden gelassen über die Semesterferien, weil ich dachte, brauchst du nicht. Ja, es ist wie es ist irgendwie, ne? Aber nichtsdestotrotz, so ein ganz bisschen was habe ich, was so rund ums Thema Handarbeiten ist, sage ich mal. Und zu erzählen habe ich ja eh immer irgendwas. Ich bin ja nun mal so eine alte Labertasche und dachte mir, ich mach's einfach mal. Vorab, es kann sein, dass die Umgehungsgeräusche relativ laut sind. Ich habe das Fenster auf. Mir ist einfach total warm irgendwie. Es sind, ich glaube, nur 24 Grad, aber ich habe eine Wespe hier drin. Naja, gut. Auf jeden Fall, mir ist es halt irgendwie einfach alles zu warm. Deswegen habe ich Durchzug und ich weiß nicht, wie lange dieser Podcast jetzt geht. Und wenn ich jetzt hier gegebenenfalls eine Stunde sitze, ich glaube, dann muss ich sterben. Ja, was kann ich euch denn so erzählen? Also wie gesagt, ich habe im Moment Semesterferien bzw. vorlesungsfreie Zeit seit Juli. Genau, ich habe Ende Juli meine letzte Prüfung abgegeben. Eine Prüfung muss ich, beziehungsweise eine Studienleistung muss ich jetzt im neuen Semester noch abgeben. Die muss ich jetzt noch machen. Das ist aber in einer Gruppenarbeit und da kam jetzt irgendwie noch nicht so viel. Und ich alleine sehe es dann irgendwo auch nicht ein. Das heißt, im Prinzip habe ich jetzt den ganzen August frei. Und ja, einige würden sagen, hey, das ist doch voll cool. Ich sage euch, nein, nach 3 Wochen ist das nicht mehr cool. Wir waren eine Woche im Urlaub, das war unfassbar schön und es tat unheimlich gut. Wir hatten total Glück mit dem Wetter, während hier die Leute reihenweise abgesoffen sind. Ich hoffe, ihr wart davon nicht betroffen, von dem Hochwasser. Lagen wir am Strand. Also wir waren an der niederländischen Nordseeküste, New Hampstede. Und ja, wir hatten morgens zwischendurch mal Regen und abends, aber den ganzen Tag über hatten wir Sonnenschein. Vielleicht mal 1, 2 Tropfen, aber das hat sich so schnell wieder verzogen. Es ist halt direkt am Meer und da ist das Wetter ja, das wechselt sich da ja ungefähr so häufig wie, ich weiß es nicht. Meine Unterhose wechsle ich dementsprechend nicht so häufig. Also wie gesagt, es kann in der einen Minute, kann es voll regnen und gewittern, in der anderen Minute haben wir, ja, ich glaube Höchsttemperaturen waren meistens sogar nur 22 Grad, aber die Sonne hatte so eine Kraft, also mein Verlobter hatte auch echt stellenweise Sonnenbrand an den Füßen und sowas. Ich creme mich ja immer ein, ne? Deswegen werde ich halt leider auch nicht braun. Nein, es war eine sehr schöne Woche. Wir waren mit meinen Schwiegereltern in Spee und unserem Hund, also deren Hund. Ja, mit dem Joe. Das kleine große Tier. Ja, doch, das war eigentlich sehr, sehr schön. Also es ist halt wirklich, also ich glaube, New Hampstede hat selbst 357 Einwohner, Stand von 2011, hatte ich vorhin noch nachgeguckt. Es ist ein reiner Ferienort. Also die nächste größere Stadt wäre Burghamstede. Das ist aber auch nicht wirklich Stadt. Also es ist ein Dörfchen. Aber es reicht, um da eine Woche Urlaub zu machen. Ich würde auch 2 Wochen da Urlaub machen. Das Haus war genial, also wir waren ursprünglich 5 Personen plus Hund, wir waren dann am Ende nur noch 4 Personen plus Hund und das Haus war einfach riesig. Wir hatten dann, Kai und ich hatten dann oben die Etage für uns, der Hund kam die Treppe nicht hoch, was dann mal ganz schön ist, das haben wir sonst immer, wenn wir bei denen sind, da kommt der Hund halt in die erste Etage und dann steht er immer schon am Schlafzimmer und wartet, dass wir endlich rauskommen und sowas, das ging da jetzt nicht, da stand er dann unten an der Treppe und wartet, dass wir endlich rauskommen und hat dann auch Bescheid gesagt, dass wir jetzt endlich aufstehen sollen morgens und sowas. Also wirklich sehr, sehr schön. Die Küche war klein, aber funktional. Wir hatten einen Gasherd, was ich total klasse finde. Als ich hier mit Kai zusammengezogen bin, hatten wir auch erst einen Gasherd. Ich habe einen Haarenmund.
Eine Wimper. Wie kommt die von da in meinem Mund? Naja, gut. Auf jeden Fall sind wir dann ja irgendwann auf einen Elektro-Ofen und Herd umgestiegen, aber das war echt schon nicht schlecht. Ofen hatten wir jetzt nicht. Es gab so einen kleinen Grillofen. Ja, so ein kleiner, wie so eine Mikrowelle im Prinzip. Nur halt als Ofen. Wir hatten einen Grill. Ich glaube, wir haben 2 oder 3 Tage gegrillt. Einen Tag haben wir uns Pizza bestellt. Das war auch total cool. Bist in der Ferienwohnung irgendwo in der Pampa und bestellst dir halt einfach mal Pizza. Das war echt total cool. Ja, ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich den Media-PC hier runterschmeiße. Deswegen zappel ich die ganze Zeit so. Genau. Ansonsten hänge ich hier rum. Ich warte darauf, dass keiner mittags nach Hause kommt von der Arbeit. Ich habe eigentlich so ziemlich haushaltstechnisch, irgendwann ist es klinisch rein, ne? Gut, hier ist es nie klinisch rein, ich mag das nicht. Aber ich kann auch nicht den ganzen Tag nur putzen. Fenster putzen kann ich sowieso nicht. Das muss Kai im Moment machen, weil ich ja eine kleine Verletzung habe. Ja, wenn ich euch jetzt erzähle, ich sitze den ganzen Tag vorm Rechner, dann kommt das so blöd, ne? Ich genieße meine freie Zeit. Das Problem ist halt einfach, meine Freunde, die paar, die ich habe, die arbeiten, die wohnen außerhalb. Ich war auch 2,5 Tage bei einer Freundin in Kiel noch. Das war total schön. Ja, ich habe am Montag meiner Oma im Garten geholfen. Da helfe ich jetzt morgen nochmal. Die freut sich natürlich einen Ast, dass ich jetzt im Moment da bin und auch Zeit für sie habe. Was ich ja sonst im Semester halt einfach nicht habe. Also das Semester geht jetzt im September wieder los, Mitte September. Und ich gehe dann direkt auch wieder arbeiten. Also ich habe montags, mittwochs Uni in Emden und arbeite donnerstags, freitags hier in Osnabrück. Das heißt also, ich fahre dann halt in der Woche die 300 Kilometer. Insgesamt 190 ungefähr pro Strecke. Ja, da hab ich keine Zeit. Am Wochenende will ich einfach nur meine Ruhe. Beziehungsweise es ist nur der Samstag, weil den Sonntagmittag muss ich dann schon wieder nach Emden zurück. Weil ich zumindest war es im letzten Semester halt so, montags morgens direkt Uni habe. Und ich gehe mal davon aus, dass sich das jetzt im neuen Semesterplan nicht ändert. Also wir haben so einen vorläufigen bekommen, das ist irgendwie von 9 bis 19 Uhr auf Montag. So, das funktioniert dann halt einfach nicht. Muss Oma halt mal ein bisschen leiden. Ja, ansonsten, ich bereite relativ viel für die Hochzeit tatsächlich vor. Auch Sachen, wo man so denkt, hey, warum macht man das ein Jahr vorher? Wie so Taschentücher, also nicht die Taschentücher, aber die Rohlinge dafür. Die habe ich jetzt nicht hier. Aber es sind halt quasi so meine letzten großen Semesterferien vor der Hochzeit. Wir heiraten ja nächstes Jahr, also jetzt heute am 17. August, nächstes Jahr heiraten wir, also in 365 Tagen. Ich habe im Februar nochmal Semesterferien, 4 Wochen. Allerdings, wenn ich nach meinem Modulhandbuch gehe, werde ich wohl eine Hausarbeit oder 2 schreiben müssen, plus einen großen Praktikumsbericht. Das heißt, das ist keine Zeit. Ich bin dann zwar zu Hause und muss nicht mehr in die Uni, aber dann bin ich halt die meiste Zeit irgendwie in einer Bibliothek oder muss halt Texte verfassen. Das ist relativ anstrengend, ob man es glaubt oder nicht. Wenn ich krank werde, muss ich meine Praktikumsstunden noch nacharbeiten. Toi, 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 ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass ich das straight durchziehen kann. Ja, dann ist das 4. Semester dann bis 11. Juli. Ja, und ganz ehrlich, so kurz vor der Hochzeit, es ist dann noch ein Monat, habe ich, glaube ich, andere Sorgen als Taschentücher und kleine Snacks. Und ja, da gucke ich, dass mein Brautkleid passt, dass ich so weit passe. Ja, und so große Sachen, Essen, Hotels, wir sind halt relativ viele Gäste von außerhalb und die Torte bzw. die Cupcakes, ich mache das halt selber. Wir haben uns gegen einen Tortendienstleister entschieden, weil ich am Ende sowieso nicht zufrieden wäre. Und es ist einfach auch verhältnismäßig teuer und wir sind alles oder kaum sind da welche bei, die wirklich voll die Tortenesser sind. Ich werde eine Cupcake-Etagere machen mit ganz verschiedenen Geschmacksrichtungen und die wird es bei uns auch nicht um Mitternacht geben, sondern wahrscheinlich so zum Nachtisch. Und ich werde einen kleinen Fondantkuchen oder beziehungsweise nicht mit Fondant, sondern mit Modellierschokolade machen zum Anschneiden, damit man den Tortenanschnitt quasi so dabei, wobei ich sowieso die Hand in der Beziehung oben habe, beziehungsweise die Hosen an. Gut, dass Kai arbeiten bzw. in der Schule ist. Genau, also so ist halt im Prinzip der Plan, aber da werde ich dann halt keine Zeit mehr für haben. Beziehungsweise ich vermute keinen Kopf mehr für haben.
Oder mir fällt spontan noch irgendwas ein, was ich machen kann. Das ist ganz schlimm. Da sitze ich bei meinen Wellensittichen, gucke dir beim Knutschen zu und denke so, oh, das willst du für die Hochzeit haben. Ja, scheiß drauf, wie du das organisierst. Also wenn es an mir ginge, würde ich den kompletten Saal vollhängen mit irgendwelchem Deko-Kram und Beschäftigung und schlag mich tot. Aber keine klassischen Hochzeitsspiele, die sind ganz, ganz furchtbar. Ja. Ich labe euch ganz schön dicht mit meinem Hochzeitgedöns. Soll ich euch mal ein bisschen was Gehandarbeitetes zeigen? Kann ich auch her zum Thema Hochzeit machen? Um das Thema einmal so abzuschließen. Ich glaube... Tja, habe ich, oder? Also, ich hatte die Idee, den kompletten Saal mit Kerzen voll zu machen und dazu Windlichter. Also in Windlichtern. Ich kam auf die tolle Idee, diese Windlichter alle selber zu machen. Und habe dafür, also die sind noch nicht zu 100% fertig und auch nicht 100% schön, aber das ist ja egal, kleine hier Gläser behäkelt. Jetzt zeige ich euch natürlich auch das schönste Ende. Also das ist zum Beispiel eins der Gläser. Genau, also das ist halt mit Filet-Häkelgarn. Hier oben habe ich das Ganze noch mit Perlen verziert und das geht halt, also das ist eins der Gläser. Dann habe ich noch eins, das ist mit das schönste meiner Meinung nach bisher. Das sieht so aus. Genau. Also davon habe ich halt ein paar jetzt gemacht. Ja, das hier werde ich wohl nochmal aufmachen, das gefällt mir nicht. Das sollte halt ein Herz darstellen. Die großen Gläser kommen auf dem Saal dann auf den Boden und weisen uns quasi im Prinzip den Weg. Sie sehen halt echt, also es ist auch noch ganz schön. Und vielleicht seht ihr das, also es sind unterschiedlich. Es ist weiß und creme. Und meine Mama macht welche noch mit dickerem Band. Also wie gesagt, ich habe jetzt 2, 4, 5. Ich habe aber 100.000 Gläser noch hier stehen. Genau, und die werden dann halt zum einen auf den Tisch kommen und zum anderen eben verteilt. Draußen werden welche hinkommen. Ich muss es mal mit dem Saal absprechen. Oh, ist jetzt auf dem Boden. Mit dem Saal absprechen, ob ich das darf. Ich würde gerne auch ein paar in eine Blumen hängen, beziehungsweise eine Bäume. Wir haben halt also drin und draußen. Ja, ansonsten, was habe ich noch gemacht? Auch mit Gläsern, das sind aber alles dieselben, habe ich für jeden Tisch solche Lose fertig gemacht. Beziehungsweise es sind im Prinzip keine Lose, sondern es sind Aufgaben für die Einwegkameras. Denn ich habe mittlerweile von mehreren erfahren, auch welche, die eben jetzt in diesem Jahr bereits geheiratet haben, dass die Einwegkameras halt auf dem Tisch stehen und die Leute nicht genau wissen, was sie halt damit anfangen sollen. Deswegen habe ich mir überlegt, so ein paar Aufgaben eben fertig zu machen. Ich habe die jetzt vorerst, ja, das mit dem Fokus klappt wieder nicht, da die Tischnummern drauf geschrieben. Am Ende kommt aber hier noch ein kleines Holzherz dran, mit Tafelfolie beklebt und da steht dann halt die Tischnummer drauf. Mir ziehen die Haare. Genau, das mache ich halt für alle neuen Tische dann, dass die Gäste dann eben wissen, zum einen können sie natürlich mit der Einwegkamera machen, was sie wollen, aber dass wir so ein paar Bilder haben, die man am Ende auch wirklich verwenden kann. Weil ganz viele Bilder sind dann einfach so, ja, das ist so Nonsens, dass man die oft nicht weiterverwenden kann. Geh mal wieder zum Fenster, Wespe. Ja, oder flieg raus. Genau, das habe ich halt noch gemacht. Damit bin ich jetzt aber noch nicht fertig, weil das sind Marmeladengläser. Und wir essen die Marmelade nicht. Deswegen muss meine Schwiegermutter die Marmelade essen. Ansonsten habe ich für unser Fotoshooting, für die Save the Date-Karten, ja noch diese Wimpelkette gemacht. Ich packe die jetzt nicht ganz aus. Das habt ihr, glaube ich, gesehen. 17.8. und dann 2.18 halt. Genau, die hatte ich auch selber gemacht. Das ist auch wieder aus Kraftpapier. Also wie ihr seht, dieses Kraftpapier-Thema zieht sich bei uns halt komplett durch. Und dann habe ich einfach die Zahlen ausgedruckt und hier drauf geklebt. Ich muss nur jetzt hier die Enden nochmal wieder schön verkleben und das Ganze dann eben mit einem cremefarbenen Band. Also unsere Hochzeitsfarben sind Creme, Weiß und Bordeaux-Rot. Und dazu eben kommen dann noch Holzelemente. Wir werden solche Holzscheiben haben, wo dann die Blumen und sowas draufkommen. Genau, Blumen kann ich euch noch nicht viel zu sagen. Wir werden morgen mal zum Floristen und schauen, was da so im August aktuell ist. Also ich bin absolut schlecht, was Blumen angeht. Ich habe auch überhaupt keinen grünen Daumen. Bei mir stirbt alles.
Deswegen bin ich ganz froh, dass Kai das macht oder mich zwischendurch dann den Enten mal dran erinnert. Schatz, gieß mal deine Blumen. Genau. Kann ich dir sonst noch was erzählen? Ich habe mir die Zähne machen lassen für die Hochzeit. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so relevant, euch meine Zahngeschichte zu erzählen, oder? Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, wenn euch das interessiert mit Kronen und sowas, dann drehe ich da nochmal ein Video zu. Ja, dann zeige ich euch jetzt mal was gehandarbeitetes. Und zwar hatte ich mir für den Urlaub eine Stola gehäkelt für laue Sommerabende. Und die schaut so aus. Mein Bildschirm ist zu klein. Na, also voll ins Gesicht. So sieht das Ganze aus. Ich komme mal ein Stück näher. Das Muster nennt sich Aranui. Ich habe keine Ahnung, von Jasmin Resen. Gibt es kostenlos bei Ravelry. Ich setze euch den Link unten in die Infobox. Der Bobble war, also ich habe 600 Meter habe ich davon geschenkt bekommen. Das ist ungefähr bis, tja, ich glaube bis hier. Also zeige ich euch das denn jetzt. Da, wo meine Finger jetzt ungefähr rauskommen, das ganze Stück waren eben der 600 Meter Bobble, also bis zu diesem Petrol da. Genau, ungefähr. Der war von Wollebies, aber frag mich nicht mehr, wie er heißt. Und dann habe ich quasi das untere Stück, habe ich mir dann nochmal als Customer wickeln lassen, das im Prinzip das von oben wiederholt. Deswegen ist der blaue Streifen auch etwas breiter, weil ich ihr halt gesagt habe, kannst du mir das bitte direkt in so einem Farbverlauf wickeln, dass das ein flüssiger Übergang ist. Das hat sie auch gemacht, wo ich so, so froh drum war. Vielen, vielen Dank nochmal. Und das war nochmal 1000 Meter. Also es sind insgesamt 1600 Meter und ich hatte am Ende im Prinzip auch nichts mehr über. Ich habe dann noch so eine kleine Häkelkante hier gemacht. Mit Picots heißen die, glaube ich. Weil ich das immer schöner finde. Ich finde, dann wirkt so ein Tuch komplett abgeschlossen. Und ja, also während der 6-stündigen Autofahrt in Urlaub hatte ich das so dabei. Aber es wurde mir irgendwann zu warm. Also wie ihr seht, man kann sich wirklich schön drin einmummeln, mal von hinten. Ja, also doch. Hat mir gute Dienste geleistet. Ach, und Joe fand das übrigens auch ganz toll, sich da drauf zu setzen. Das fand ich aber nicht toll. Hat er Ärger von mir gekriegt. Ja. Ich hätte mir was zu trinken mitnehmen sollen, die alte Labertasche. Das sind jetzt auch schon wieder 18 Minuten. Alter Schwede. Ansonsten habe ich vorhin mal die Nähmaschine wieder geschwungen. Nach, ich glaube, seit einem halben Jahr oder so. Und habe eine neue Handytasche für meinen Verlobten genäht. Nicht schön, aber selten. Das sollte übrigens eigentlich innen darstellen. Von innen hat es jetzt quasi das Gleiche. Ich hoffe, es passt. Also, ich habe ein iPhone, ein anderes, aber also mein iPhone passt. Ich denke mal, seins wird dann auch passen. Das habe ich gemacht und dann bin ich jetzt aktuell, bin ich ja doch ein bisschen am Handarbeiten. Ich mache gerade eine Sternendecke, die total verzogen ist und deswegen kann ich sie euch nicht richtig zeigen. Ja, sie ist halt noch in Arbeit. Ja, man erkennt es leider wirklich nicht schön. Also es ist halt, es soll mal eine Decke werden. Ich habe nur nicht genug Wolle, also das ist jetzt noch der klickliche Rest. Der Bobble heißt Wilder Enzian, sind 230 Gramm, vierfädrig und ist von Lilus Märchengarn. Das hatte ich auch für Kreativa mir mitgenommen. Und ich wusste jetzt ganz lange nicht, was ich damit anstellen soll. Und dann kam mir so der Gedanke, auch machst du mal eine Decke. Wie gesagt, ich habe nicht genug Wolle, ich werde jetzt im Moment auch erstmal keine nachbestellen. Das wird dann so ein ja, Langzeitprojekt. Wenn ich mal wieder Wolle habe, dann mache ich da mal wieder was weiter dran. Wobei man damit echt gut zurechtkommt. Wie gesagt, man sieht das nicht so schön. Vielleicht mache ich davon nachher mal kurz ein Foto und blende das dann hier irgendwie ein, dass ihr ein bisschen mehr erkennt. Ich glaube, ich bin stellenweise auch ein bisschen schief geworden, sehe ich gerade. Naja gut,
ein bisschen spontan immer. Naja. Ich zeig's euch einfach, wenn es dann irgendwann mal fertig ist. Ja, das war es im Prinzip auch tatsächlich schon. Mehr habe ich nicht gemacht. Da hat man so viel frei, ne? Aber wenn man kann, nicht weiß, was man halt machen soll, ist auch irgendwie blöd. Ich bin ganz am Zuppeln, es tut mir leid. Ja, also ich muss auch gestehen, ich habe ewig keine Podcasts mehr geschaut. Irgendwie ist dann irgendwann auch mal gut gewesen, so. Kennt ihr das, dass ihr so Up and Downs habt, was so das Interessenfeld angeht? Ich hatte ja auch jetzt fast ein Jahr Backpause irgendwie und jetzt bin ich total scharf wieder drauf. Hab jetzt, letzte Woche hatte ich Mango-Walnuss-Muffins gebacken, jetzt diese Woche habe ich Pflaumenkuchen gebacken, nächste Woche backe ich Bienenstich-Muffins. Also das ist im Moment total wieder so meins und Handarbeiten ist halt so, ja, geht irgendwie so. Ich habe mir auch schon ein paar Gedanken gemacht wegen Weihnachten, dass ich da nicht so einen Stress ausarte. Was möchte ich verschenken? Und irgendwie fällt mir nicht so ein. So Kissen sind langwierig. Tücher, pff, ja, sind immer schön, aber ganz viele tragen die auch einfach nicht. Schals gehen gar nicht. Das finde ich absolut öde. Mützen, ja gut, hast du in anderthalb Tagen fertig, so im Prinzip. Ne? Ist auch nichts, was dich jetzt so groß herausfordert. Klar, stricken könnte ich noch weiter optimieren. Aber das ist dann auch wieder im Semester und ja, was strickt man halt groß? Klar, ich könnte einen Pullover oder sowas stricken, das ist aber auch wieder mit immensen Kosten verbunden. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber so eine Hochzeit ist relativ teuer. Und ja, weiß ich auch nicht. Ich muss mal schauen. Wenn jemand die zündende Idee hat, was man häkeln könnte, haut raus. Ansonsten würde ich den Podcast tatsächlich an dieser Stelle beenden. Das ist relativ kurz mit 22 Minuten, es tut mir leid. Aber ich wollte euch einfach mal so ein bisschen einen kurzen Überblick geben. Ich werde demnächst noch ein Video drehen zu meinem Hochzeitsplaner, wie ich mich da so organisiere. Und hoffe, dass ihr dann auch wieder einschaltet. Hoffe, dass ihr diese 22 Minuten trotzdem Spaß hattet, genießen konntet, ein bisschen freie Zeit hattet. Und ich hoffe, wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder. Bis dann, ciao!